Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen eine wunderbare Bewegung, mit der wir das Zwerchfell entspannen können. Jetzt in diesen Zeiten, wo so viel passiert in der Welt, so viel Schrecken und Angst verbreitet wird, ist es vielleicht notwendig, ein bisschen etwas dafür tun, um aus dem überschießenden Sympathikus mit seiner Angst und Sorgen in Parasympathikus zu wechseln. Mit seiner Entspannung und Regeneration. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich Bewegungen auf der instabilen Lage auf der Seite mit der Bewegung für Deltamuskel und gleichzeitig mit dem Hubschrauber verbinden kann, um festzustellen, dass das mir helfen kann, mein Zwerchfell gezielt zu entspannen. Deltamuskel ist dem Zwerchfell assoziiert. Ja? Wir haben zwei Deltamuskeln. Das ist die Bewegung so, das ist zentral, nach vorne und nach hinten. Wir machen einfach nur zentrale Bewegung. Das heißt, mein Arm wird auf 30, das ist die Bewegung von 30 Grad, ja? Hand stehe ich jetzt im Körper, bis 90 Grad. Ja, das ist die Bewegung, die dieser Muskel macht. Und dieser Muskel ist mit dem Zwerchfell assoziiert. Ich werde also in Seitenlage liegen, Arme heben, dabei Hubschrauber machen, ja, und schauen, dass ich Hubschrauber mache und spüre, wie dieser Muskel arbeitet. Wir machen einmal statisch und einmal dynamisch und schauen, was diese nur zwei Wiederholungen mit unserem Zwerchfell machen. Legen wir uns kurz auf den Rücken, machen einen Körperscan. Lege dich auf den Rücken, schließe deine Augen, entspanne alles und spüre, wie dein Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Welchen Abdruck hinterlässt du jetzt im warmen, weichen Sand? Wir legen die Hände unter die Brust auf die Rippen, atmen da hinein in den Rücken. Spüren, wie unsere Rippen sich jetzt bewegen. Vielleicht eine Seite mehr, eine weniger, das kann sein, das werden wir jetzt ausgleichen. Dann legen wir uns auf die Seite. Gerade Linie. Füße liegen aufeinander, Fußkante, Bodenkontakt, Hand auf dem Boden. So bin ich zu lang für meine Matte. Ja. Ohr liegt auf dem Oberarm, ich schaue nach vorne. Jetzt ist Muskel hier. Ja. Erste Bewegung ist, ich bewege meinen geraden Arm auf 30 Grad nach oben. Liege stabil, der Bauch arbeitet. Und die Bewegung dieses Muskels ist einfach langsam senkrecht nach oben. Schultergelenk nicht zum Kopf. Hier ist Delta komplett angespannt. Hier bleibe ich stehen und mache Hubschrauber. Eine lange, lange Ausatemphase mit Hubschrauber und ich spüre, was passiert in diesem Muskel. Probieren wir das. Gemerkt, wie einfach oder schwer das war. Sinken langsam den Arm runter. Legen auf den Oberkörper, auf den Oberschenkel entspannen. Und jetzt machen wir das in der Bewegung. Hubschrauber in der Bewegung, spüren, wie dieser Muskel arbeitet. Vielleicht wird dann Hubschrauber einfacher. Probieren wir mal, bringen den Arm auf 30 Grad. Und jetzt Hubschrauber in Bewegung. Alles langsam, alles synchron miteinander. Möglichst lang. Hubschrauber, dadurch möglichst langsame Bewegung des Arms. Nochmal, also einatmen. Und jetzt. Einatmen, ausatmen, langsam absenken. Wie war das denn für euch, diese Bewegung? Habt ihr gespürt, wie der Muskel arbeitet? Wir legen uns auf den Rücken und schauen. Was hat diese Bewegung, zwei Bewegungen, daran geändert, wie der Körper mit dem Boden kontaktiert?
Welchen Abdruck hinterlassen wir jetzt im warmen, weichen Sand? Legen wir die Hände auf die Rippen irgendwie und schauen, was hat sich verändert? Wenn ich in den Rücken einatme, wie bewegen sich meine Rippen, wie Henkel des Eimers? Welche Seite ist freier geworden? Vielleicht ist jetzt Unterschied gigantisch. Jetzt machen wir das gleiche für die andere Seite. Genau so hier gerade gelegt. Stabile Seitenlage. Wer nicht stabil liegen kann, kann ein bisschen Bein, unteres Bein anwinkeln. Arm 30 Grad. Langsam nach oben bewegt. Schultergelenk nicht zum Kopf. Jetzt hier Hubschrauber beim Halten. In Kontraktion des Deltamuskels. Nicht einfach für mich. Okay, schauen wir mal, wie das wird, wenn ich meinen Arm bewege gleichzeitig. Abgelegt, entspannt. Nochmal, jetzt heben wir auf 30 Grad und jetzt langsam auf 90 und gleichzeitig Hubschrauber. Interessanter Flug. Ablegen langsam. Entspannen, auf den Rücken legen und schauen. Was hat sich im Kontakt des Körpers mit dem Boden geändert? Und jetzt Achtung, was ist mit dem Zwerchfell? Atmen wir in den Rücken, spüren wir bewegende Rippen. Und dann ist es schon fertig. Ich hoffe, ihr habt was gefunden. Ich hoffe, ihr habt Insights gehabt. Vielleicht deutliche Verbesserung für viele, die eben unsymmetrische Arbeit des Zwerchfells haben. Immer wieder Verspannungen auf einer Seite. Da wir haben zwei Deltamuskeln für zwei Kuppeln des Zwerchfells assoziiert. Ich warte auf eure Kommentare, auf eure Reaktionen. Lasst uns interagieren und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.